das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und ich bin angekommen im dritten Kapitel Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Das Kapitel ist geschrieben worden von Hans-Jürgen Wirth. Und Hans-Jürgen Wirth, gucke ich jetzt nicht nach, habe ich schon ein paar Mal gesagt. So, und der Abschnitt lautet Terrorismus. Kernberg schreibt über, Zitat, die echte antisoziale Persönlichkeit, Zitat Ende, sie mache, Zitat Anfang, den Eindruck, als identifiziere sie sich mit einer primitiven, rücksichtslosen, vollkommen amoralischen Macht, die nur durch die Manifestation ungemilderter Aggression Befriedigung erlangt und weder Rationalisierung ihres Verhaltens noch Bindung an irgendeinen konsistenten Wert außer der Ausübung solcher Macht braucht. Zitat Ende. Wenn solche Menschen in die Situation kommen, ich muss gerade nochmal lesen, den Eindruck, als identifiziere sie sich mit einer primitiven, rücksichtslosen, vollkommen amoralischen Macht, die nur durch die Manifestation ungemilderter Aggression Befriedigung erlangt und weder Rationalisierung ihres Verhaltens noch Bindung an irgendeinen konsistenten Wert außer der Ausübung solcher Macht braucht. Okay. Zu gut Deutsch, die leben Gewalt um ihrer selbst willen. Jetzt verstehe ich das. Wenn solche Menschen in die Situation kommen, dass sie über ein hohes Maß an realer Macht über andere Menschen verfügen, kommt es zu einer Potenzierung der Destruktivität. Das höchste Ausmaß an Destruktivität entwickelt sich, wenn in einem verbrecherischen und menschenverachtenden System die offen sadistisch-kriminellen planmäßig mit Machtbefugnissen über Leben und Tod anderer Menschen ausgestattet werden. Beispielsweise setzen die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern häufig Schwerverbrecher und Mörder als Aufsichtspersonal ein und ermunterten sie, ihre sadistischen Impulse ungehemmt auszuleben. Auch bei der Terrormiliz Islamischer Staat werden menschenverachtende Ideologie und demonstrativ in Szene gesetzte Bestialität gepaart mit einem grandiosen Selbst, das sich mit einer, Zitat Anfang, extrem grausamen Gottheit, einem rücksichtslosen und egozentrischen Gott, Zitat Ende, das steht bei Kernberg, identifiziert. Manche jungen Männer, die sich gedemütigt und erniedrigt fühlen sich geradezu magisch angezogen von der für sie verlockenden Vorstellung von einer grausamen und omnipotenten Elternfigur vollkommen aufgenommen zu werden. Die vollständige Unterwerfung unter die Macht des Islamischen Staates erscheint ihnen als Rettung, als Überlebensmöglichkeit angesichts von realen Elternfiguren, die entweder bösartig und unzuverlässig oder aber als schwach erlebt werden. Indem sie sich als Krieger Allahs in einen mörderischen und selbstmörderischen Kampf stürzen, erleben sie ein erhebendes Gefühl von Allmacht, das ihnen ermöglicht, über ihre eigenen Schwächen, Kleinheit, Angst und Demütigung zu triumphieren. So. Das Kapitel hat noch zwei Abschnitte, nämlich autoritärer Charakter der antisozialen Persönlichkeitsstörung mit einem Merkkasten und Prävention antisozialer Tendenzen. Tschüss.